Guten Tag. Hi. Hallo. Wir sind irgendwo in Hessen. Irgendwo in Hessen. Wohnt ihr hier? Jein, in der Gegend, ja. In der Gegend. Wir sind 31 Kilometer gefahren. Wow, gar nicht schlecht. Und du hast heute neue Tattoos bekommen. Lass uns hier ein neues, ja. Ein neues. Nummer 3 von Marc. Nummer 3. Also du hast hier schon den Totenkopf. Genau. Sehr geil. Und dann hast du hier auch noch andere Dinge. Das ist die Fliege von heute. Hier hast du einen Anker von mir. Das ist ein Frühwerk. Weißt du noch, von wann der ist? 2010. Oktober 2010. So, Freunde, Oktober 2010, ja, nur mal so. Und Motten, obwohl du keine Schmetterlinge magst. Wie kommt das? Du magst keine Schmetterlinge, aber Motten. Als Girly-Insekten. Girly-Insekten? Ja. Heißt das biologisch so? Bei mir schon, Girly-Insekten. Ja. Das ist salopp übersetzt. Salopp übersetzt. Du bist ja ein Pionier der Beneke-Tattoos, muss man ja echt sagen. Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Du standest im Buchladen und warst sehr interessant. Dann bin ich zu dir gekommen und du hast mich zum Vegetarier gemacht. Du hast mich angeekelt von meinem eigenen Brot, was ich dabei hatte. Und dann war ich so begeistert, dass ich 3 Monate später wieder zu dir bin. Und ich zu dir bin und habe gesagt, ich hätte gerne ein Tattoo von dir, mal mir irgendwas, und 2 Wochen später hatte ich dich. Genau, so lief das. Hast du es mal bereut oder hat sich es weiterentwickelt oder hat dein Partner gesagt, er findet es eine scheiß Idee oder irgend sowas? Nee, er ist ein bisschen eifersüchtig auf dich, aber ansonsten alles gut. Ist er eifersüchtig? Frag mich mal selber. Bist du? Aber er hat dir das Tattoo geschenkt. Du hast es ihr geschenkt? Ich habe es ihr tatsächlich nachträglich zum Geburtstag geschenkt und eifersüchtig bin ich nicht, deswegen bin ich ja auch schon das 3. Mal heute hier. So läuft, also keine Eifersucht, das gibt es bei uns markiert natürlich nicht. Was wolltest du sagen, Häschen? Er hat alles organisiert, er war hinter ihrem Rücken organisiert. Läuft. Du hast kein Facebook. Was würdest du Menschen raten, die ein Tattoo von mir haben wollen? Was müssen die wissen? Dass du toll bist. Gut, ja, okay. Und Brillanz verströmst, also von daher, das reicht schon. Ja? Auf welche Weise verströme ich denn Brillanz? Mach den Mund auf. Ah, jetzt hör mal auf. Sie macht das mal, Ines macht's vor. Ja, sehr schön. Danke, Ines, super. Das ist auch Brillanz. Also ihr seht, mein größter Fan, hier steht mein allergrößter Fan, das ist die Ines. Der treueste Fan. Und er wird mich gar nicht mehr los, ich bin die ganze Zeit da. Er versucht mich immer anzustellen, aber ja. Ich sitze nachts in seinem Bett und starre ihn die ganze Zeit an. Ach, das wusste ich gar nicht, ich schlafe da immer. Kennst du nicht schon alle Shows, wenn du schon so lange dabei bist? Also wird es nicht so langsam mal langweilig? Ich wollte immer Bodyfarm von Anfang an und es war nie dabei, und dann, weil die anderen immer so Idioten waren und anders abgestimmt haben. Also ja, ich gucke mir deine Shows auch manchmal 3 oder 4 Mal an, aber das ist okay. Es gibt tatsächlich Themen, die selten rankommen, zum Beispiel DNA, hast du wahrscheinlich noch nie gehört, ne? Nein. Eines Tages wird auch sie DNA hören. So, gut, also ihr seht, Liebe und Frieden herrschen hier. DNA hören. Ines, mach doch mal kurz vor, wie man DNA hört. Mach das also mal kurz vor. Im Arm ist ja DNA, also braucht man nur sein Ohr an seinen Arm. Und wenn man ganz leise ist, hört man die DNA. Du kannst das auch schon. Funktioniert. Wie eine Muschel. Das könnt ihr jetzt zu Hause auch mal ausprobieren. Alle machen die Ariel jetzt. Ja. Lauscht auf eure DNA. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, markiert ist markiert. Genau, und bleibt markiert. Bleibt markiert. Tschüss. Dankeschön. Bitte. Das ist eine typische Handbewegung.